Willkommen zu einer neuen Folge von dem Airport Tower Simulator. Heute machen wir mal hier die Strecke in Kopenhagen. Landen wir da mal alle Flugzeuge und wenn dann noch ein bisschen was an Zeit übrig ist, dann bekommen wir ja auch noch eine andere Strecke machen. Mal schnell ein bisschen vorspulen. Was dauert denn noch bis zum nächsten kommen? Ist ja lustig. So. Der muss gleich schnell sein. 8 Flugzeuge gibt es hier in Anführungszeichen nur. Und die Landebahn hier ist allerdings sehr kurz. Das sehe ich gerade erst. Das heißt, es könnte lustig werden. Auf einer vernünftigen Höhe ist das Ding schon. So, jetzt ein bisschen Affenkitzel angesagt, gleich kommt schon der nächste Flieger. Dann muss ich direkt mal ein bisschen abbremsen. Und bremse damit. So. Dann dürfte der jetzt gleich auch landen. Der ist gelandet. Noch haben wir 0 Fehlerpunkte. Hier auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt machen wir den ein bisschen schneller. Damit das auch alles. Damit die rechtzeitig hier landen können. Und da kommt jetzt einer, die setzen wir hier hin. Was sind die Höhen? Ein bisschen schlecht gemacht. So, der muss jetzt abgebremst werden und runter mit der Höhe. So. Und dann können wir jetzt gleich auch schon gucken, dass wir hier landen. Kopenhagen. Oder lang. Immer. So, und das muss ich jetzt auch ein bisschen schneller machen. Damit nämlich gleich keine Kollision irgendwie entsteht, mit dem der dann da landet. Ich muss gleich schnell die Rollbahn verlassen. So, dann schon ein bisschen schneller wieder. So. Er ist gelandet. Dann haut dem jetzt ein bisschen ab, das ist gut. Scheiße. Bisschen Glück schafft das noch, kriegt er noch die Kurve, aber bin mir nicht ganz sicher, weil auch das letzte, ach da, hat er noch geschafft. So, das ist auch gelandet, boah, ich bin richtig gut hier. Da können wir auch schon ein bisschen schneller machen. Dann, also ein richtiger Simulator ist das ja nicht, das ist ja eher so ein, wie heißt das hier? Strategiespiel oder sowas. Der Simulator, da setze ich mich doch meistens in irgendwas rein, ne? So, der wendet auch. Hat der denn schon eine Höhe? Ja. Ja, passt auch. So, jetzt hoffen wir, dass der noch... Ja, der ist gelandet. Dann ist das jetzt das letzte Flugzeug, was hier gelandet werden muss. Und wir haben 0 Fehlerpunkte. Leute, das ist unglaublich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir 0 Fehlerpunkte haben. Ich bin echt gut.
Gut. Spielstand. 1 Million. Viel Handel. Zum Bonus. Dann geht's jetzt nach Paris. 13 Flugzeuge. Das habe ich mir eben. Entschuldigung. 13 Flugzeuge müssen gelandet werden. Und würde ich sagen, geht's los. So, wo leiten wir den jetzt am besten her? Und wahrscheinlich hier auf diese Bahn. Den machen wir mal nach hier. Und setzen ja auch schon die Höhe. Weil die Höhe ist echt scheiße. Das ist das, woran man am wenigsten denkt meistens. Und dann haben wir jetzt wieder. Ich kann mir vorstellen, dass es hier zu einem Crash irgendwann kommt. Weil wer legt denn die Bahn so bescheuert? Da muss ja platzmäßig schon echt schlecht sein. Warum kann man die nicht nebeneinander legen? Und dafür die Räume ein bisschen kürzer. Also, nee. So. Lassen wir dann hier das. Gut, dann bin ich gleich mal gespannt, wie es dann tatsächlich aussieht. Erstmal den hier ein bisschen schneller. Läuft ja wie am Schnürchen her. Langsam bekommt man Routine. Und das ist auch gut so. Muss halt rechtzeitig diese Höhe runterschalten. Das ist schon die halbe Miete. Glaube ich. So. Dann halten wir den jetzt schnell dahin. Dann kommt hier hin. Und ein bisschen langsamer, damit ich den besser unter Kontrolle habe. So, da ist die richtige Höhe, kommt es aber gleich hin. Dann ist es ein bisschen viel auf dieser Bahn. So, komm, jetzt müsste es langsam landen. Ja, jetzt lande.
jetzt schon ein bisschen schneller fliegen. Der hier kommt auch schon an. So. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Genau, und dann läuft das auch irgendwie. Aber warum ist der jetzt nicht gelandet? Darf man nicht zu laut sagen, wenn man Schnürchen läuft. Das ist nämlich schon wieder totales Chaos hier. Wenn der jetzt auch nicht landet, dann gibt es ein echtes Problem. Doch, der ist gelandet. Hier hinten. Der kann schon mal ein bisschen zur Seite. Und die Höhe muss runter. Hier ist die Höhe schon runter, das ist gut. Hier auch gut. Ganz danach aus. Ne, dann lassen wir den lieber hier und den tun wir hier hin. Dabei schien es so einfach für den. Der kam ja, glaube ich, auch aus dem rechten Häuschen und hätte eigentlich nur geradeaus fahren müssen. Naja. Gut. Was hat der hier noch vor? Fahrt, wobei. Bin ich sicher, wenn ich den jetzt schnell fahren lasse, dann müsste es eigentlich besser Entschuldigung. Funktionieren. So, jetzt muss der mal schnell landen, damit ich den hier auch landen kann. Ein bisschen langsamer. Jetzt ist nämlich genau das Problem eingetreten. Jetzt fahr. Komm, ey, mach! Der soll verschwinden. Kann ich jetzt nicht landen lassen. So, jetzt aber. Der wird jetzt endlich gelandet. So. 9 von 13 sind jetzt schon und die restlichen. Ah ne, eine fehlt noch. Gut, aber der hier, der wird jetzt gleich schon ein bisschen Action gewinnt. Thank you.
gut, die kann man sich auch mal gönnen. So. Eigentlich, also mir macht dieses Spiel schon Spaß, auch wenn es ziemlich simpel ist. Aber scheint so ein bisschen hier aus Google Earth rausgenommen zu sein. Mit verschiedenen Dinge. Und dann wurden die Landebahn einfach nur noch ein bisschen kenntlich rausgemacht und Wolken drüber und sowas. Also wahnsinnig viel designerischer Aufwand scheint da nicht mehr zu stecken. Warum landet der jetzt wieder nicht? Müssen wir nochmal. Vielleicht ist er zu groß dafür oder sowas, weiß man ja auch nicht. So, jetzt hat er auch schon ein Spritproblem. Gut, und damit würde ich sagen, im Spiel geht es jetzt noch weiter, aber ich denke, wir können das Spiel hiermit abschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde das auf jeden Fall empfehlen, das Spiel, weil es schon Spaß macht. Und man kann jetzt sogar auf Bali das Ganze machen. Das mache ich aber nicht mehr. Also dieses Spiel wirklich Empfehlung. Wir sehen uns in einem anderen Spiel, in einem neuen Spiel sicherlich wieder. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.